Jetzt haben wir hier das Allerneueste aus den Nachrichten. Und zwar ist hier ein Mann in Hongkong, den haben sie dabei erwischt, wie er in eine U-Bahn mit einer Metallbank rumgemacht hat. Und zwar hat er sein Ding darin gesteckt und dann ist er dann geil geworden und so. Wissen wir ja, was denn passiert war. Jedenfalls haben sie dann die Polizei und die Feuerwehr rufen müssen, dass sie ihn von dieser Bank trennen. Und erst 4 Stunden später war das ganze Drama zu Ende im Krankenhaus. Dazu möchte ich aber noch eines sagen, denn diese Bank, die war so eine Sau, die hat sich an den armen Mann rangemacht, hat ihn also verführt, darum ist er nicht allein an der ganzen Sache schuld. Ein Ding, wa? Hör auf, Bank ist so ein totes Objekt, und wenn du damit rummachst und denn, wenn dein Ding überhaupt darin passt, in das kleine Metallloch... Ja, ich verstehe das Ganze überhaupt nicht. Was soll... Das hat da reingepasst, das ist so ein ganz kleines Loch. Wie denn? Der Mann? Moment, der war aus Hongkong, haben wir doch festgesagt, wa? Ja. Das sag ich jedenfalls. Wir wissen doch, was da los ist in Hongkong. Ja, aber trotzdem. Guck doch mal. Das ist doch also totale Blödsinnigkeit. Wieso machst du mit so eurer scheiß Bank rum? Hast du dann keine Frau daheim? Oh ja. Der sollte doch eine Frau zu Hause haben. Und dann mal mit einem Staubsauger kann er doch auch noch da mit einem Staubsaugerin. Und dann schwupp, das macht Spaß. Hört mal zu, Leute, ja? Also ich hab mich ja auch schon ein bisschen blamiert und auch auf dem Spielplatz rumgejuckelt und so war als Kind. Aber ich hab noch nie gesagt, oh, guck mal da, da ist eine Cola-Dose. Ja, toll, her damit, die braucht keiner. Schwupps. Nee, sowas habe ich noch nicht gemacht, weil ich nicht so bescheuert bin. Sowas gibt's nicht.